eine Spülmaschine aufmachen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem Sonntags-Familienvlog. Es ist der Sonntag nach Weihnachten. Ich habe gestern so daran gedacht, wie doch vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren war doch Weihnachten, also Heiligabend war auf den Sonntag. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war. Und alle so, oh mein Gott, was machen wir denn dann? Wir müssen die Geschäfte sonntags öffnen, dass die Menschen einkaufen können. Und dann haben wir tatsächlich einige Rewe-Märkte und so aufgemacht. Und dieses Jahr hat da kein Hahn nachgekräht, dass sonntags nach den ganzen Feiertagen ist und alles ist zu. Wollte ich nur mal so anmerken. So, ich mache gerade Frühstück, oder eher gesagt, ich backe schon mal die Brötchen auf. Wir machen einmal Steinofenbrötchen, die mag der Bernd am liebsten. Baguettebrötchen, die mag Calvino und ich so gerne, oder mögen wir so gerne. Und hier habe ich noch Knack und Back. Die habe ich schon, die gab es schon an einem Tag, aber nur zwei von jedem. Weil die schafft man ja gar nicht alle auf einmal und deswegen gibt es davon heute die Reste. So, wenn die natürlich frisch ausgepackt sind, diese Knack und Back, sehen die wesentlich appetitlicher aus. Aber schmecken tun die so auch, wenn die schon ein bisschen ausgepackt im Kühlschrank waren. Ja, dann gibt es gleich unser Frühstück. Ja, die Leute, die Fleisch essen, die denken auch, ey. Wenn wir das früher gesehen hätten, wir hätten auch gesagt, das war kein Speck. Aber das ist voll lecker. Wenn man jahrelang keinen Speck gegessen hat, dann ist das voll. Ja, das Murphy wird auch essen, sagt er auch schon jahrelang keinen Speck gegessen. Ja, Murphy wird alles essen. Murphy sagt, er ist der verhungertste Beagle der Welt. Hilft ihm, bettet ihm. Nein, wir haben schon gesagt, er hat ein bisschen zugenommen jetzt im Lockdown. Du hast den Lockdown-Speck, Murphy. Na? Ja. Also, bei uns gibt es jetzt hier gleich Frühstück. Sieht ein bisschen leer aus. Wir machen das immer auf so einen Teller und dann mit Alufolie. Müssen wir uns noch was einfallen lassen. Smurfy, dafür stehen die Stühle nicht da. Ha? Geh mal runter. Der hört super. Hier. Können wir mal gucken, haben wir geschenkt bekommen. Blattgemüse. Er sagt danke für den Stuhl. Warum können wir den nicht ein bisschen am Tisch schieben, fragt er. Dann könnte er viel besser hier überall drankommen. Schneuzeln. So, ich habe das Video jetzt hier geschnitten von gestern. Dann kann ich das schon mal hochladen eben. Wir hatten uns so einen neuen Film angemacht auf Netflix. Netflix mit Gerald Butler. Der war eigentlich recht spannend. Das ging so irgendwas um U-Boote. Und dann sind wir beide eingeschlafen. Und so im absoluten Gammel- und Chill-Modus. Und ich habe so geschwitzt beim Schlafen. So unglaublich, ich war nass geschwitzt. Jetzt war ich erstmal duschen. Und dann wollten wir den Film jetzt nochmal von vorne schauen. Und ja, ich komme runter, Bernd ist nicht da, der ist mit dem Hund raus. Ja, Calvino schläft auch noch, der ist auch total... Boah, ich bin immer noch so verschlafen, ne? Egal. Ihr kennt mich ja schon mit meinem absoluten Gammel-Outfit. Achso, Durst habe ich jetzt, weil ich so geschwitzt habe. Muss ich ganz viel trinken. Bernd kommt wieder. Wir schauen jetzt den Film nochmal. Weiter gucken mit Gerald. Jetzt musst du erstmal beichten, was du vergessen hast. Was hast du vergessen? Hä? Wir haben gerade einen Anruf bekommen. Was wollten die nochmal? Und dann wurde uns gratuliert. So herzlichen Glückwunsch. Ja. Und wir so, hä? Ja, ein Geburtstag, ne? Warum herzlichen Glückwunsch? Hochzeitstag, ja, drei Hochzeitstag. Jahre. So alt sind wir schon. Ja, wir haben beide nicht dran gedacht. Ich auch nicht. Ne, Smurfy hat uns auch nicht gratuliert. Ist nicht schlimm, wir sind halt so, Facebook, oder? Sie hat mich nicht dran erinnert. Nee. Habe ich aber echt, legst du da Wert drauf? Nein, sonst hätte ich ja selber dran gedacht. Na, ich war ganz traurig, ich habe heute Morgen schon im Video erzählt, mein Mann ist nicht aufgestanden und hat mich geweckt mit Rosen auf dem Boden. Impfstoff hier. Impfstoff.
Nein. Die goldene Kanüle. Na, hör auf, wieder mit dem Thema. Ja. Naja, okay, also wir haben heute Hochzeitstag. Der dritte, ne? Ist es der dritte? Ja. Ja. Okay, nur dass ihr Bescheid wisst. Jetzt gucken wir einen Film. Wie heißt der Film? Weiß ich nicht, mit Gerald Butler. Ja. Also so schlimm ist das schon nächstes Jahr gar nicht mit den Feiertagen. Das sind 4 Tage nur. 4 Feiertage sind? Am Samstag oder Sonntag. Ja. Voll unschlimm, so gar nicht schlimm. Ja, aber wenn Facebook das sagt, dann ist das schlimm. Ja, ja. Bernd sagt, er guckt jetzt extra, wie der Film heißt, um euch das zu zeigen. Nicht Walking Dead. Der Hunter Killer. Hunter Killer, genau, den gucken wir jetzt nochmal von. Aber nicht von ganz vorne, oder? Nein, da war das gut über den, okay. Da, wo die Ansprache gehalten hat. Oder? Okay, ja, da bist du auch eingeschlafen. Boah, ist das windig. Windig und stürmisch. Kein Ausdruck. Was anderes sehen als unsere Wohnung. Ja, ja. Er sagt, ihn stört der Wind nicht. Boah. Und der Regen auch nicht. Ist die Kamera dabei. So. Ja, wir haben, nicht mal an. Wir haben euch einen erzählt und gar nicht gefilmt. Ja. Was macht der Hund? Der guckt aus dem Fenster und sagt, warum gehen wir nicht noch mehr spazieren? Ja, war doch schön, die Einführungsrunde. Also, oh, warte mal. Ich warte. Warte. Wo soll ich doch hin? Also, wir haben gesagt, als die Kamera nicht lief, wir sind ganz feucht. Das war der schlimmste Spaziergang ever, aber auch mit der lustigste. Es war so windig. Alles ist eingefroren, alles ist nass. Ja. Ja. Meine Hose gepinkelt, weil sie nicht mehr drauf ankommt. Ja, das Murphy ist ganz glücklich. Bernd. Beim ersten Mal erzählen, dass er mehr drüber gemacht? Ja, beim ersten Mal ist immer lustiger. Sag nochmal. Was sag nochmal? Erzähl nochmal. Ja, sorry. Ich habe echt gedacht, ich habe die Kamera angemacht. Ach, vielleicht die gefrorenen Finger. Dass man es nicht gemerkt hat. So, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Einmal schön durchgefroren. Das glaube ich gar nicht mehr. Doch, kannst du noch. Romy, Romy, Romy. Soll ich als erstes geben oder willst du als erstes Happy geben? Happy wird die Karte, da ist bei Knicks. Ja. Ja, kann man noch. Also dann kriegst du 14 und ich 13, ne? Wie viele Karten hast du noch? Jetzt noch eine. Calvino ist am Gewinnen. Und Murphy will auch nebenbei beschäftigt werden, ne? Ja, mit dem Super Einhorn. Er will auch Karten spielen, lieber Fetzen will er die. Männer. Oh, bring ihn fein! Läuft, geht das nicht? Heißt es nicht Fetzi, das Spiel? Fetzi, Fetzi. Ich kann dir den Joker klauen. Ach doch, Joker. Ich kann auch nicht. Ja, du hast den Joker geklaut. Mach's jetzt aus, ja? Ja. Yay! Color
hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Noch eine Runde? Ja, lange kein Rommel mehr gespielt, aber trotzdem gewonnen. Ja. So, heute haben wir den Kamin mal ausgelassen. Rommel-Runde beendet. Wir hatten 3 Runden gespielt und 3-mal hat Calvino gewonnen. Unglaublich. Hat er richtig gut gelernt. Muss jetzt die Fernbedienung, man sieht gar nichts. Und jetzt ein bisschen die Beine hochlegen. Ich habe die Küche noch aufgeräumt. Die letzten Tage haben wir das immer nicht abends gemacht. Wenn man dann halt morgens aufsteht, dann ist alles so chaotisch und ich mag das nicht. Ich mag das lieber, wenn ich runterkomme und es ist alles schön aufgeräumt und sauber. Aber ja, manchmal bin ich halt abends echt zu müde dafür. Deswegen, heute habe ich es gemacht. Da gehen die Äuglein wieder zu. Ja, noch Schläfchen. Ja, wir waren zwar nicht lange im Feld heute, aber im Smurfy hat das, glaube ich, sehr gut gefallen. Da. Ja. Ach, und ich wollte euch auch sagen, ich hatte gestern in dem Blog gesagt, dass ich Wehen habe. So Übungswehen oder Senkwehen wieder. Und die sind so ab und zu heute auch da, aber nicht so stark wie gestern. Also, ja. Sind das, glaube ich, einfach nur ganz normale Übungswehen oder Senkwehen. Der Bauch ist schon echt weiter runtergegangen jetzt. Das merke ich auch, ich kann wieder besser atmen, wenn ich mich so zurücklehne und so. Die tägliche Dosis Gift muss geteilt werden mit. Das schmeckt nicht, sagt er. Das erste Stück will er nicht, was nur so. Das, nur das, was wir essen, will er. Wir haben jetzt Bock auf Waffeln und ich habe hier ein Rezept, das probieren wir jetzt aus. Auf Chefkoch. Und dann wollen wir uns die so ganz pervers machen, richtig mit Schokoeis und Sahne und vielleicht Banane drauf und Schokosoße und alles Mögliche. So richtig fette Waffeln. So doof. Ich stehe hier und mische den Teig und denke die ganze Zeit, boah, was ist mein Bauch so heiß? Warum ist er denn so warm? So wie Sonnenbrand hat sich das angefühlt. Und ja, ich stehe hier so und hier ist die Spülmaschine und die habe ich gerade ausgemacht, weil die immer so laut ist. Ihr wisst das. Und schaut, was da rauskommt. Heißer Wasserdampf. Genau deswegen fühlt sich mein Bauch so an, als ob ich Sonnenbrand habe am Bauch. Ja, super. So, ich habe jetzt unser altes Asbach-Uralt-Waffeleisen hier schon mal rausgeholt. Das ist noch ziemlich ranzig. und habe es schon mal angemacht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Stufe. Das ist so lange her. Ich mache es mal mittel. Hier ist der Teig. Dann brauchen wir eine Kelle. Da. Eine Kelle. Nach Puderzucker. Keine Ahnung. Die Popcorn habe ich gefunden. Ich wüsste doch nie, dass ich jemals welchen gekauft habe. Ich hatte welchen gekauft für die ganzen Kekse. Ja. Für Weihnachten. Der war schon alle, oder? Das weiß ich nicht. Oder
wir hier dabei? Nee, ne? Da müssen wir welchen machen. Können wir hier in der Kaffeemühle machen. So. Die Waffeln schmecken übrigens gut, aber ich habe das Mineralwasser rausgelassen aus dem Rezept. So. Bitte schön. Thanks. Ich mache mir jetzt eine Waffel mit Fenchel. Meine Mama hat da früher immer Fenchelsamen reingemacht. Lecker nicht, ne? Mhm. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist der nächste Tag und ich habe, wie so oft in letzter Zeit, abends nicht mehr weiter gevloggt. Ich wollte mich nur noch von euch verabschieden und starte jetzt direkt mit dem neuen Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich!